Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Am heutigen Sonntag, wie jedes Jahr, grüße ich Sie vom Bahnhof von Wiener Neustadt. Unsere Jungscherkinder, ein paar von Ihnen sind da, fahren heute Nachmittag für eine Woche auf die Koberhütte bei Knittelfeld, dem wunderschönen Ferienquartier, das unser Kloster für all unsere Pfarrgruppen bereithält. So, ihr freut euch auf die Koberhütte. Was ist denn heuer besonders schön? Auf was freut ihr euch? Was macht euch besonderen Spaß? Aufs Wandern. Wandern? Du bist einer, der gern wandert, und du? Auf die schönen Zelte. Mhm. Gemeinschaft, gell? Lagerfeuer. Das Lagerfeuer. Ich glaube, ihr werdet heuer ein tolles Wetter haben. Da kann man fast jeden Tag Lagerfeuer machen, ja? Was hast du? Aufs Singen. Ja, schön. Auf die gemeinsamen Aktivitäten. Was magst du besonders gemeinsam? Das Wandern. Das Wandern, ja. Was anderes noch? Wenn wir schnitzen. Ich habe ein Taschenmesser mit. Wirklich, ein Taschenmesser? Gut aufpassen, dass du damit nicht woanders hineinschnitzt, nicht in deinen Finger oder was. Ich habe mich immer besonders gefreut im Galbach dort, wenn das Wasser kommt und wenn man da... Es ist saukalt, ja, aber es macht viel Spaß. Und am Mittwoch komme ich zu euch, da werde ich mit euch die Messe feiern. Ja? Ja, ja, da brauche ich natürlich die Ministranten dann ganz besonders. Wir brauchen keine Ministrantengewänder zu haben. Aber dabei sein müssen sie. Ja. Ja? Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Essen gut schmecken wird. Mhm. Ja, sicher. Ja. Und dass ihr gut schlafen könnt. Nein. Ja, sicher. Du. Also mein, da möchte ich schon schauen, dass die einen Buben die anderen Buben schlafen lassen und dass die Mädels in der Nacht nicht zicken. Ja? Ja? Weiter schreiben auf die Mädchentür, Burschen wirklich gut vertreten und bei uns Mädchen. Verboten. Nein. Bei uns ist niemand verboten. Bei uns ist jeder willkommen. Jeder darf am Kinderlager dabei sein, am Jungscherlager. Ja. Die Mädchen dürfen nicht in das Bubenzimmer. Die Mädchen dürfen nicht ins Bubenzimmer, aber die Buben dürfen auch nicht ins Mädchenzimmer. Oh ja, dann pass auf. Also, ich wünsche euch, dass ihr wirklich viel Spaß zusammen habt. Alle Eltern, die sich jetzt diesen Film anschauen, werden sagen, um Gottes Willen, wo habe ich meine Kinder da mitgeschickt? Aber die kennen euch ja und die kennen uns. Und Sie kennen uns inzwischen auch schon. Ich wünsche Ihnen auch eine frohe Ferienzeit. Nicht so turbulent wie mit den Kindern, aber doch eine Zeit, wo Sie wandern, wo Sie Spaß haben, wo es Ihnen etwas Gutes zum Essen gibt, wo Sie spüren, Gott liebt Sie und will, dass Sie glücklich sind. Alles Gute, auf Wiedersehen, nächsten Sonntag wieder aus dem Neukloster, wo die Kinder dann wieder nach einer Ferienwoche zurück sind. Auf Wiedersehen!